Der Maschendrahtzaun war einmal mehr nur ein leichtes Hindernis. Die Polizei konnte schnell feststellen, wo die Klimaaktivisten der Organisation Letzte Generation auf das Gelände am Flughafen Köln-Bonn gelangt sind. Hier, aber auch durch ähnliche Aktionen auf den Airports in Nürnberg und in Berlin, ging zeitweise nichts mehr. Ja, es ist beschissen, was soll man dazu sagen. Wenn man in den Urlaub will, dann möchte man natürlich mit sowas nicht konfrontiert werden. Ne? Haben Sie Verständnis für solche Aktionen? Nein, gar nicht. Warum nicht? Ja, weil es nicht wirklich was ändert. Und man sollte auch die Sicherheitsfrage dann mal überdenken, wenn die Menschen einfach auf die Rollfelder kommen. Ne? Man geht an den Flughafen, man wird dreimal gecheckt. Man muss alles vorzeigen und wenn man auf dem Flughafengelände einfach so einsteigen kann, ist es ein bisschen bedenklich. Man kann auf andere Art und Weise ihren Unmut kundtun, aber nicht so. Laut Angaben der Letzten Generation hätten ab 5 Uhr morgens insgesamt 8 Menschen Rollbahnen auf 4 deutschen Flughäfen betreten und sich auf dem Asphalt festgeklebt. Die Start- und Landebahnen seien nicht betreten worden. Innenministerin Faeser verurteilte die Aktion scharf. Ich würde es noch mal betonen, die Flughafenblockaden sind sehr gefährlich, dumm und kriminell. Diese Chaoten, die Landebahnen oder Rollfelder blockieren, riskieren nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch das von anderen. Zum Beispiel, wenn es Notfälle gibt, die nicht erfolgen können. Aber außerdem ist es auch für Menschen, die den hart verdienten Urlaub angespart haben, den antreten wollen, mehr als ärgerlich, wenn sie mit ihrer Familie nicht zeitgerecht den Urlaub starten können und wirklich nichts dafür können. Und deswegen bin ich dem Kabinett auch sehr dankbar, dass wir das bereits beschlossen haben und jetzt im Bundestag dann auch schnellstmöglich umgesetzt werden, nämlich dass wir jetzt für das unberechtigte Eindringen an Flughafengeländen bis zu 5 Jahren sogar in schwersten Fällen, zum Beispiel wenn auch Messer mitgeführt werden, dann auch ahnden können. Faeser sieht auch die Flughafenbetreiber in der Pflicht. Sie sollten ihrer Verantwortung gerecht werden und für besseren Schutz sorgen.